Okay, wir haben also eine gewisse Distanz und in der Distanz können wir treffen. Ja, das heißt, wir stehen beide in der sogenannten Hauptdistanz. Im SAT nennt sich das Hauptdistanz. Er macht nichts, ich kann ihn treffen, ich mache nichts, er kann mich treffen. Okay? So, in dieser Distanz könnten wir beide treffen. Ist die Frage, wie sind wir da hingekommen? Wenn wir beide treffen könnten, wann wäre denn der früheste Punkt oder der früheste Moment, dass einer von uns beiden schlägt? In dem Augenblick, wenn wir uns in der Distanz wiederfinden. Und wann wäre das? Wenn irgendeiner zum anderen kommt. Wenn wir beide jetzt da stehen würden und ich würde sagen, okay, wir verabreden uns zur Selbstverteidigung da hinten. Dann würden wir beide hinlaufen, in die Position gehen und gleichzeitig schlagen. Ja, aber das wird ja nicht funktionieren. Weil ich kann mich ja nicht in der Selbstverteidigung mit jemandem verabreden. Sondern in die Selbstverteidigung werde ich ja gezwungen. Ich werde doch nicht dem Aggressor hinterherrennen, um Selbstverteidigung ausüben zu dürfen. Ich werde doch auch nicht dorthin laufen, wo der Aggressor mich gern hätte. Sondern ich bin hier und möchte hier auch nicht weg und fühle mich pudelwohl in der Position und sehe keine Notwendigkeit, dass ich hier weg muss. Der Aggressor muss zu mir kommen. Wenn ich den Aggressor als Aggressor erkannt habe, dann werde ich doch auch nicht so rumstehen, sondern ich werde so stehen, dass ich vorbereitet bin. Und wenn der Aggressor auf mich zukommt und ich habe ihn erkannt als Aggressor, werde ich im Augenblick der Unterschreitung der Hauptdistanz meinen Vorstoß machen. Das ist der früheste Moment. Wiederholen wir gerade nochmal. Er kommt nach vorne und will vom vorderen Punkt aus mich schlagen. Oder er will mich würgen, er will mich in den Schwitzkasten nehmen oder. Ja? Das heißt, ich stehe hier, er kommt nach vorne und ich schieße meinen Vorstoß ab, weil das die schnellste, schneller wie ein Kick, und die Waffe mit der weitesten Reichweite ist. Die ist genauso lang von der Reichweite wie mein Kick. Der Schritt und der Vorstoß ist genauso lang wie der Kick, wenn ich meinen Körper nicht bewege. Natürlich kann ich länger kicken, wenn ich mit dem hinteren Bein kicke. Versuch mich mal, wenn du hier vorbei rennst, na, mach mal auf die Seite. Nee, das ist wegen der Kamera schlecht. Na, ruhig die Seite. Mhm. Versuch mich mal so mit dem Schwitzkasten umzurennen. Egal, was er jetzt macht, versuch mal eine Aufweige zu geben. Egal, was er jetzt macht, ich werde ihm die Birne runterhauen. Weil wir einen Wirkungstreffer machen. Okay? Nochmal, ich wiederhole es. Der Verteidiger muss sich nicht dorthin begeben, wo der Aggressor gerne seine Auseinandersetzung hätte. Der Aggressor hat gefälligst dorthin zu laufen, wo er als Aggressor auch aktiv werden möchte. Und ich muss nicht weglaufen, ich muss nur hier stehen bleiben und warten, bis er kommt. Und somit muss er zu mir kommen. Kommt er nicht mit einer aktiven Angriffsbewegung auf mich zu, werde ich mit meinem Angriff, seinem Angriff, den er dann irgendwann vorhat, zuvorkommen. Ganz wichtig. Gut. Okay. Wir haben also jetzt die Hauptdistanz definiert. Und die Hauptdistanz hat einen äußeren Rand. Ja. Wir sehen das, oder ich sehe das so, wie wenn jemand diesen äußeren Rand durchbricht, dann ist es, wie wenn jemand durch eine Lichtschranke geht, und diese Lichtschranke löst dann bei mir als Triggereffekt den Vorstoß aus. Oder eine andere Vorstellung wäre vielleicht so eine Eierschale, die dann durchbrochen wird. Und die Hauptdistanz ist so lang, wie mein Vorstoß in Wirkung erzielt, mit einem kleinen Schritt. Ja, wobei der Schritt nicht als Distanzverlängerung angesehen wird, sondern als Idee, um das Körpergewicht hinter den Vorstoß zu bekommen. Also letztendlich ist die
Hauptdistanz, eine Distanz oder außerhalb der Hauptdistanz ist es nicht möglich, sich irgendwie zu treffen. Also was außerhalb der Hauptdistanz passiert, ist mir völlig egal. Erst innerhalb der Hauptdistanz werde ich so vehement wie möglich meinen Angriff setzen oder meine Aktion setzen. Und als Trigger nehme ich den Aggressor, der natürlich zu mir kommen muss, wie ich es vorhin schon erklärt habe. Und ich bin der Fixpunkt. Wenn wir beide jetzt rumhüpfen würden, wie es im Kampfsport nun mal gemacht wird, was oder wo man sagen kann, dort ergibt es auch einen Sinn, weil die Einschränkung über das Reglement, über die Gewichtsklassen führen dazu, dass bestimmte Techniken nur einen Sinn ergeben und dieses Abtasten, dieses Distanzbrechen und wieder raus aus der Distanz und rein aus der Distanz ist Teil des Wettkampfsports. Das Problem, was ich habe, wenn beide rumhüpfen, dass ich, wenn ich auch hüpfen würde, keinen Fixpunkt habe, an dem ich meine Hauptdistanz bemessen kann. Und ich habe es im Stress, wenn ich in der Selbstverteidigung bin, habe ich es lieber so einfach, wie es nur irgendwie geht. Kompliziert wird es später von alleine. Das heißt, ich nehme mich selbst als Fixpunkt und wenn die Hauptdistanz durchbrochen wird, dann werde ich aktiv und vorher nicht. Vorher werde ich ganz ruhig dastehen, in einer Spannung, ähnlich wie ich vorhin den Usain Bolt erwähnt habe, ähnlich der Spannung eines 100-Meter-Läufers vor dem Lauf. Der 100-Meter-Läufer ist ja in seinem Startblock in einer außergewöhnlichen Position, in der er normalerweise den ganzen Tag über ja nichts zu suchen hat. Aber es ist die bestmögliche Position, um daraus heraus die ersten Meter der Beschleunigung zu kreieren. Und für mich ist diese Position die beste Position, nehmen wir mal an, die zweitbeste. Wir haben natürlich im SAT eine bessere Position, aber im Straßenkampf ist das für mich jetzt, wenn ich keine Ahnung hätte von SAT, ist das die beste Position. Ich habe also Spannung im Körper und ich bewege mich nicht. Ich hüpfe nicht rum, weil ich dann ständig zwischen Spannung und Entspannung wechsle. Bitte Spannung nicht mit Verspannung verwechseln. In der Selbstverteidigung haben wir eine zielgerichtete Spannung. Wenn ihr euch irgendeine Raubkatze anschaut und euch überlegt, was die macht, bevor sie zum Angriff ansetzt, dann ist das alles nur nicht entspannt. Ja? Und diese Spannung bauen wir auch auf. Zielgerichtete Spannung in Richtung des Angreifers, des Aggressors. Und diese Spannung wird dann getriggert, ausgelöst durch das Durchbrechen der Hauptdistanz. Die Hauptdistanz hat übrigens auch eine Tiefe. Und das ist die Distanz, in der ich meine Techniken anwenden kann. Und somit ist es für mich von Vorteil, wenn ich stehe und der Aggressor hüpft rum, dann muss ich nur warten, bis er sich in meine Reichweite, also in der Hauptdistanz, bewegt. Und ich wurde angetriggert und werde dementsprechend dann auch reagieren. Okay, wir haben jetzt die Situation, dass ich der Fixpunkt bin und er hüpft vor und zurück. Und ich, sobald ich angetriggert werde, meinen Vorstoß mache. Ja, das machen wir gerade mal. Okay. Was hat er vor? Er will mir näher kommen, um einen Faustschluss zu machen. Dann beachte die Wortwahl. Er will mir näher kommen, um einen Faustschluss zu machen. Also er durchbricht mit seinem Körper die Hauptdistanz und möchte dann von dort aus, weil er dann in Reichweite ist, einen Faustschluss machen. Ich lasse das jetzt geschehen. Ich mache nichts. Okay?
Bitte? Okay, jetzt verbinden wir das Ganze. Meine Idee ist, sobald die Hauptdistanz von ihm durchbrochen wird, mache ich meinen Vorstoß. Seine Idee ist, er durchbricht mit seinem Körper die Hauptdistanz, um einen Vorstoß zu machen. Okay, ich zeige noch mal kurz, wir haben hier die Hauptdistanz. Das heißt, wenn ich hier stehe, mache meinen Schritt und habe hier noch einen Wirkungstreffer. Ja, also der Arm darf nicht gestreckt sein. Wie gesagt, Wirkungstreffer. Sie müssen so hart sein, dass seine Deckung, wenn er sie denn einsetzen möchte, so unter der Kollision leidet, dass er nicht gleich einen Konter fahren kann. Gut, dann könnte man sagen, jetzt könntest du vielleicht ausweichen, aber während er ausweicht. Ja, aber das geht jetzt zu lange. Ich kann jetzt nicht alle erdenklichen Ideen ausarbeiten. Da muss man tatsächlich dann mal ein Seminar besuchen oder im normalen Training das abarbeiten. Was wir hier machen, ist wirklich nur die Strategie setzen. Mit dem Zeug, was wir eigentlich normal gar nicht haben wollen, weil es unrealistisch ist. Das machen wir zwei jetzt, das Dick und ich, damit ihr es nicht machen müsst. Okay, also, er ist außerhalb der Hauptdistanz und ernährt sich mir. So, wenn er mir jetzt einen Schwinger gibt, würde ich ja, wenn ich angetriggert bin, wieder meinen Vorstoß machen. Das heißt, hier hat die Faust gestoppt. Danach ist nichts mehr. Und deswegen haben wir einen Helm auf. Wenn wir es ohne Helm machen würden, würde es folgendermaßen aussehen. Ich kann es ganz klar sagen, wie es aussieht. Sogar wir beide hätten Schwierigkeiten, das ohne Helm zu machen, weil es würde so aussehen. Stell dir mal vor, du hättest keinen Helm auf und würdest mir jetzt den Schwinger geben. Dann müsste ich ja hier stoppen. Ja? Also ich kann dir ja nicht ohne Helm und ohne Handschuh direkt ins Gesicht schlagen. Das heißt, ich stopp freiwillig und du ziehst aber den Schwinger durch, macht man nicht so stark. Ja? Und plötzlich hat er gewonnen. Aber doch nur, weil ich gestoppt habe. Weil er keinen Helm auf hat und ich keine Handschuhe an habe. Und damit das ein für alle mal klar ist, kommst du wieder und ich mache jetzt meinen Vorstoß. Stopp! Fertig. Da er keine drei Hände hat, kann er hier keine Deckung aufbauen. Nochmal. Selbst wenn ich hier auf die Deckung hauen würde, irgendwo da drauf, hat er so viele Probleme, das zu verdauen. Ja? Und ich mache die Vorstöße jetzt nicht stark. Ich muss selber über mich lachen, wenn ich jetzt Vorstöße mache. Aber die Wirkung reicht schon, dass du sagst, oh, ich will heute Abend noch irgendwie ohne Zittern mein Steak essen. So. Das heißt, wir machen das für euch, dass es einfach allemal klar ist. Ich stopp ihn mit einem Wirkungstreffer. Und selbst wenn er eine Deckung hinbekäme, ist die Wirkung, die er abkriegt, so groß, dass er keinen Konter fahren kann. Oder in dem Fall, dass sein Angriff stoppt. Okay? So, jetzt gibt es nochmal einen Kick. Ich mache wieder nichts. Und jetzt mache ich wieder meine Aktion. Nochmal. Okay? Jetzt könnte man noch 20 sinnlose Aktionen machen. Ja, er will vor und will mich erwürgen oder so. Das ist alles Quatsch. Wir sind alles erwachsene Menschen und wir können uns nicht mit Kinderzeug beschäftigen. Wenn ich diesen Vorstoß, den ich hier mache, machen kann, dann mache ich ihn. Und wenn ich nichts anderes gelernt habe, dann werde ich genau das machen und damit habe ich Erfolg. Und das ist die Strategie. Die Strategie heißt, dass ich ab einer gewissen Distanz angetriggert bin.
Ich will wissen, wie lang die Distanz ist, also werde ich hier fix stehen bleiben und ihn nicht rumhüpfen lassen. Mir ist es egal, wer angreift. Ich will auch nicht wissen, ob er hier eine Lücke hat. Ich hau mir meine eigene Lücke in die Deckung rein, wenn da eine sein sollte. Weil ich einen Wirkungstreffer vorhabe. Habt ihr vorhin am Anfang gesehen, dass ich auf die Deckung geschlagen habe und dann habe ich halt nochmal geschlagen, während er beschäftigt war, den Wirkungstreffer von mir, den ersten, abzukriegen oder zu verdauen. Okay? Sache geklärt. Nächster.